Liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten, wir begrüßen nun Lukas Eppler, aka Sternseemann, hier über die nicht ganz so schönen Generics, hier über die Haskell-Generics erzählt und ihr dürft euch selber ein Bild machen, was schön aussieht. Ja, unabhängige Berichterstattung. Lügenpresse. Also, es geht um generische Programmierung in Haskell, das vielleicht cooler ist als das in Scala. Warum will man das denn überhaupt? Also in Haskell zum GHC.generics vor allem. Ich meine, den Ageless-Spaß, den wir jetzt vorhin erlebt haben, den gibt es ganz so nicht. Oder nicht in GHC.generics zumindest. Also, das Problem ist, man will keine trivialen Instanzen mehr schreiben, die irgendwie nervig sind, so Sachen, die halt trivial sind. Ja. So, das ist natürlich ganz klar, das muss man irgendwie automatisieren können. Und wie automatisiert man sowas? Also, ich kann jetzt Perl-Programmierer fragen. Da kommt, glaube ich, eine Zeile Code raus, oder? Ja. Hm. Die Frage ist, ob das mit dem nächsten GHC noch funktioniert. Oder man überlegt sich halt, dass man es irgendwie abstrahiert. Also muss ja offensichtlich, passiert irgendwas mit einem Typ, man muss irgendwie Sachen aus dem Typ rausbekommen, um irgendwas damit zu tun, in der Typklasse typischerweise. Zum Beispiel, klassisches Beispiel für generische Programmierung ist zum Beispiel irgendwas mit Serialisieren, Deserialisieren, Datenbanken, solche Späße, wo man einfach Daten, die in einem Datentyp drin sind, in irgendeine andere Form bringen muss. Und dann kann man sich mal überlegen, wie so Haskell-Typen aussehen. Das ist jetzt teilweise ein bisschen inakkurat, aber so nur um das Gefühl so ein bisschen zu motivieren, das man hat. Also es gibt irgendwie leere Datentypen, es gibt eine mit nur einem Konstruktor, es gibt irgendwie welche mit mehreren Konstruktoren, es gibt irgendwie sowas, so ein Produkttyp, und es gibt natürlich irgendwie sowas Kombiniertes irgendwie. Und da gibt es noch irgendwie sowas, was ganz viel kombiniert ist. Ich kann auch irgendwann mal einen Vortrag halten über die Bewohner des Typs Void. Das ist aber ein sehr kurzer Vortrag. Ja. Erst nicht ganz kurz, wie man denken könnte. Kurz und kurz. Genau. Kurz und ab. So. Ich will es einfach mal demonstrieren, wie das funktioniert. Ich habe da schon eine Typklasse vorbereitet. Ich habe jetzt gedacht, serialisieren ist langweilig, also machen wir Hashing. Und zwar sehr gutes Hashing. Wir hashen nach Word 64 auf unglaublich gute Weise, wie man hier sieht. Steht hier YOLO, ich sage. 41 ist wenigstens eine Primzahl, ja. Ja, 41 ist eine Primzahl. Nämlich die Primzahl, die am nächsten an 42 ist. Ja, minus 1 ist doch kleiner als plus 1. Also. Ja. 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 43 ist relativ kleiner. Ja, er hätte auch die Grundzahl werden können. Das stimmt. Also, es ist irgendwie eine ungerade Zahl zwischen 1 und 100, welche keine Primzahl ist. Aber primzahlig aussieht. 23? Warum 1 gegen 0? Okay, wir sind fertig. Okay. Dann importieren wir mal was. Und zwar dieses Modul. Das hat ein GHC-Prefix, aber es gibt ja bekanntlichermaßen auch keine andere Implementation. Gut. Also, wir haben hier jetzt diese Typklasse und wir wollen nicht es immer implementieren. So. Und jetzt gibt es eine Typklasse, die heißt Überraschung, Generics. Und die hilft uns dabei, dass wir es später nicht mehr implementieren müssen. Und wir können uns schnell anschauen, wie die aussieht. Also das Wichtigste ist dieser seltsame Typ hier. Rap klingt wie Repräsentation. Das ist kein Zufall.
Weil es geht darum, eine Abstraktion über einen Typ zu bilden, eine Repräsentation für einen Typ. Und man kann hier kann man einen beliebigen Typ eben in diese Repräsentation schicken und aus der Repräsentation wieder auf den Typ zurückschicken, was wir später dann brauchen, um wieder, weil man, die Grundidee ist, man kann für einen Typ, den man verwenden will, eine Repräsentation bilden und man hat eine Implementation der Typklasse auf der Repräsentation und dann schickt man das halt noch so ein bisschen hin und her, wie man es haben will. Was? Doch, die sind wichtig. Bestimmt. Weil erst hier Rep auf A, also A auf Rep angewendet wird und auf das Ergebnis. Das hier. Das weil das hat ja keinen Stern, aber es kann sein, dass es redundant ist, ja. Weiß nicht. Tim weiß bestimmt, wie das auf Sublevel ist mit der. Und das sind dann quasi die Age-Lists? Nein. Das sind nicht die Age-Lists. Also, das sieht sehr anders aus als Age-Lists. Das sind Age-Lists, die ich ein bisschen Hammer draufhauen. Aber ist egal. Ja, ist glaube ich erstmal egal. Wir wollen ja jetzt nicht einseitig die Sache darstellen. Gut. Also, und wir haben uns jetzt schon Gedanken gemacht, wie so ungefähr das aussieht mit. Typen irgendwie aussehen. Jetzt können wir uns kurz die, die Repräsentationen anschauen, die es so gibt. Also das hier, V1, ist Void im Prinzip. U1 ist Unit. Das hier ist ein Summentyp, das ominöse Plus. Und das Sternchen ist ein Produkttyp. Das hier ist ein Container. Das sehen wir gleich ganz praktisch, was es ist. Aber es ist halt ist irgendwas enthält. Ein Typ, der irgendwas enthält. Und das ist relativ langweilig. M1, das enthält irgendwelche Metainformationen. Warum das M1? Das ist mir bis heute ein Rätsel. Aber es gibt bestimmt einen guten Grund dafür. Aber ich habe bis jetzt noch nichts mit irgendeinem 2 oder 0 zu tun. Vielleicht, vielleicht. Weil es einen Parameter gibt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also, wir müssen also jetzt eine Hilfstypklasse für unsere Typklasse anlegen. Und wir sind einfallsreich und cool und benutzen einen Strich hinten dran. Das ist ein Joke Hash. Ja, dankeschön. Und wir haben einen, das nennt man typischerweise. Und wir haben eine Methode. Darf ich jetzt mal, was ist denn dieses F da? Das wird gleich, werden wir gleich sehen. Also das sieht jetzt ziemlich ähnlich aus wie unsere ursprüngliche. Da haben wir halt irgendwas auch nach Word 64 geschickt. Hier haben wir auch irgendwas nach Word 64. Und dieses FP sieht so ein bisschen, erinnert halt an, das ist quasi die Repräsentation. Wenn wir die nachher zusammenführen, die beiden Typklassen, wird es auch endgültig klar, warum das so sein muss. Das glaube ich jetzt, ich kann jetzt das versuchen zu erklären und du wirst es nicht verstehen und dann verstehst du es nachher einfach, wenn ich es hinschreibe. Das ist glaube ich schöner, oder? Genau. Vielleicht habe ich auch eher ausgesagt, dass ich schlecht Sachen erklären kann. Ja, so. Und ich glaube, wir fangen gleich mit was wirklich Anspruchsvollen an. Wie könnte es denn aussehen für Void? Ich darf jetzt eine kleine Umfrage stellen. So, was muss ich da hinschreiben? Void. Ja, das ist schon ein guter Punkt. Also in Akta wirst du jetzt runde Klammern schreiben. Runde Klammern? Ja. Runde Klammern für Word 64. Einfach eine runde Klammern rein. Weil man, du hast keinen, V1 hat keinen Wert. Das heißt, du kannst es nicht wirklich irgendwie einen Pattern angeben. Ja. Die runden Klammern sagen in Akta aus, dass das halt absurd ist. Dass das ach so, in Akta, ja. Ja, ja, ich kann das einfach ignorieren.
unterschrieben. Und jetzt benutzen wir unser Curry Club Lieblingswort. Sorry, es ist ein Lieblingswort. Geht das? Ja, genau. Ja, ja. Genau. Und wir könnten natürlich jetzt auch noch für. Wir haben jetzt noch Unit übrig. Und Unit hat natürlich genau einen Wert. Den hier. Und wir sind wirklich ein guter Hashing-Algorithmus. Das wäre wieder die Möglichkeit, in diesen 42 einfließen zu lassen. Oder 47. Erklär uns über 47 auf. 47 ist 10 mehr als 37. Und 37 ist die Zahl der Star Trek. Was ist denn der 10 so besonders? 10 war doof, ne? Genau. Advanced Numerology with Elo. So, jetzt würde ich sagen, sind wir bereit, uns an Summentypen heranzuwagen. So, wir erinnern uns, Summentypen ist so ein bisschen wie Ether. Also entweder ist es der eine Konstruktor oder der andere Konstruktor des Typs. Und wenn ein Typ drei Konstruktoren haben, die unterschiedlich sind, dann ist es natürlich nur ein verschachteltes. Das kann man dann, das halt dann irgendwie so Konstruktor 1 plus Konstruktor 2 plus Konstruktor 3. Und das ist dann assoziativ gesetzt. Aber kommutativ. So. Ja, kommutativ ist es nicht. Doch. Ja, wenn man Isomorphismus hat, so irgendwas anderem. Ja. Der Vergleich nutzt er jetzt. Das ist natürlich doof. Da haben wir schon vorher diesen tollen Typoperator gesehen. Ich glaube, ich muss jetzt das erste, die erste Language Extension hinzufügen. Aber ich wollte das in Fonts kompilieren. Vorbei! Zu Ende. Ja. So, jetzt haben wir hier. Wir müssen zur Hälfte nach oben springen, Language-Extensions oder Imports hinzufügen. Alle drei Minuten. Ja. Na, Imports kommen keine mehr. Also, immerhin etwa. Du hast ein Demo-Projekt. Natürlich müssen unser ominöses F und G müssen natürlich auch, müssen auch mischen können. Und dann haben wir entweder den Fall, dass es die linke Seite ist natürlich. Und ich habe mir da was Geniales ausgedacht zu Hause, wie man das hashen kann. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Und ja, jetzt ist das ein Word 64 und dann machen wir uns sowas. Max 64 ist natürlich das hier. Ja. Wie gesagt, ich hab da Hashtag Juni. Also darf man. Also darf man das. Das haben die überhaupt ein SSL auch dran stehen. Das steht ja schon in Dateien an drin. Also ich habe das tatsächlich daheim mal fertig ausprobiert und ich war erstaunt, wie eindeutig die Hashes dann tatsächlich sind. Also muss ich schon anstrengen, irgendwas nicht Eindeutiges zu finden, außer man probiert sehr viel aus. Also man muss sich ein bisschen anstrengen. Und dann können wir noch Produkttypen machen, das ist nicht so schwer. Das sieht ganz ähnlich.
Das bedeutet ausgesprochen, wenn man ein Joker F und ein Joker D hat, dann hat man auch, wenn man... Wenn du eine Repräsentation von einem Datentyp hast, mit dem du generisch einen Joke-Hash ausführen kannst, und zwar F und G für beide das gilt, dann kannst du auch für die Repräsentation eines Produkttypens ein abstraktes Joke-Hash machen. Und du willst Strom-N verwenden? Ja, das will ich, aber... Immer. Aber das ist sehr nervig, wenn man Joke-Hash hat und ja. Joke-Hash-Strich. Ah, ja, ja. STRG-P geht zurück, so. Ja, reicht nicht, aber ja, STRG-P ist rückwärts. Das stimmt tatsächlich. Aber es ist ja kein Vortrag. Was? Achso, ich war quasi. Ja, ja. Also so um einmal im Kreis. Ja, ja, zu groß. Wie bei der Suche geht wieder oben. Bei mir geht es so über Dateien hinweg, über alle Software oder so. Entschuldigung, ich bin jetzt der Name dazu. Ja, okay. Yay. Es gibt ja auch in Vim so 15 Kommandos, irgendwie File zu File. So welches Netting wie Asymmetrisch? Das ist, wie wir dann ganz so intelligent wie wir sind, Typen hashen. Und jetzt können wir uns die Mieter-Sache vornehmen. Das ist nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Also wir haben dieses komische Mieter-Ding da, dieses M1 ITF. So steht es in der Doku drin. Die Doku ist manchmal ein bisschen kryptisch. Also wir können es uns nachher auch noch anschauen. Und in der Doku ist auch Beispielcode drin und der ist falsch, also der kompliziert nicht. Also es ist quasi so Tutorial-Style und sie haben halt da was vergessen. Die haben bei der Zusammenführung am Ende dann quasi ein Constraint vergessen. Hast darum kompliliert es nicht. Läuft das im Exercise Tutorial wieder? Naja, es ist halt trivial, einen Patch danach zu machen. Das könntest du, ja, du machen. Nachdem du mit dem Code schon Geld verdient hast, deine Firma. Was? Ja, das. Ich meine. Ja, wir haben. Es soll möglich sein. Ja. Also, ich meine, Tim ist ja gerade nicht hier und warum ist er nicht hier? Weil er gerade bei Rot-Weiß jedes arbeitet, um dort mit Hessen Geld zu kriegen. Ja, nicht passiert, aber. Was passiert denn? Leider. Nicht so häufig wie gerade. Leider muss man hinter den Schwarzwald zielen, um Dinge. Auf jeden Fall ist dieses I und T, das werden wir uns gleich danach noch in Ruhe anschauen. Das sind so Meta-Informationen, die dann noch enkodiert werden. Und das F ist unser, die ist das, was uns interessiert, und also eine andere Repräsentation. Und die Meta-Informationen sind jetzt nicht so relevant und darum ignorieren wir die aber auch einfach. Aber nicht generisch irgendwie ist dann sie. Nee, eigentlich wäre das doch eine Überlegung wert, oder? Kann ich eigentlich Deriving machen? Deriving zu lernen, achso. Ja, komme ich gleich drauf. Du kannst es, glaube ich, irgendwie Deriving machen. Und X und davor war ITF. Das ist Typ. Und das hier ist quasi Value-mäßig. Also, hier oben haben wir ja den Typ der Repräsentation. Wenn wir uns erinnern, hier, das ist das hier, das F auf der Typebene. Und hier haben wir halt tatsächlich die tatsächliche Repräsentation, auf der wir arbeiten. Die wir einfach dann unserem anderen Joker-Strich um. Der Typ M1-ITF hat einen Konstruktor, der auch M1 heißt. Okay. Ja, das ja, sehr genau. In Haskell, wenn man es noch nicht M1, M1 ist eigentlich nur ein also M1, der Typ, ist ein Wrapper um eine andere Repräsentation drumherum, um so ein bisschen Meta-Informationen zu rappen. Und quasi M1 ist quasi um einen Konstruktor. Dieses X ist irgendein Konstruktor. Also das ist halt entweder hier so ein Produkttyp, ein Summentyp, ein Empty, ein Unit, irgendwas. X hat Typ F, oder? Genau.
Was sind die anderen Typen da? Eid und T sind, wie gesagt, eben für so Meta-Informationen. Also da sind noch so zusätzliche Informationen über den Konstruktor. Können wir uns gleich noch in der Dokumentation durchlesen. Jetzt haben wir aber noch nichts von Werten gesehen. Also wir haben jetzt irgendwie brav geschaut, dass irgendwie die Informationen, die quasi nur über die Konstruktoren drin sind, in unseren Hash, unseren tollen Hash übergehen, aber noch nicht die Werte. Und dafür gibt es K1. Fragt mich tatsächlich nicht, warum die so lustige Buchstaben verwenden. Das tun die halt. Und ich übernehme das mal, um konsistent zu wirken. Und K1 X. Und X ist tatsächlich dann endlich mal ein Wert. Endlich mal ein Wert, und wir können den das normale Showcache aufwerfen. Rufen. Und dann wolltest du auch keinen Strich bei dem Constraint haben, oder? Du hast recht. Ja. Also tatsächlich ist es ein bisschen verwirrend, das. Aber ich pack das jetzt mal woanders hin. Warum brauchen wir denn überhaupt eine Instanz für V1, wenn im Endeffekt das nicht der Fehler ist? Weil man muss ja auch irgendwie empty repräsentieren können. Und ich meine, wir sind halt elegant und wir repräsentieren alle möglichen Haskell-Datentypen. Sogar wenn es. Ja. Ich meine, wir sind nicht achsam. Ja. Also es könnte ja zum Beispiel sein, dass. Fix-ID. Ja, wenn irgendjemand irgendwo was Empty-mäßiges drin hat, dann muss halt der Code auch schön kaputt gehen und nicht so kaputt. Das ist eigentlich eine interessante Frage, was passiert, wenn ich die Instanz weglasse. Können wir danach mal ausprobieren. Ja. Wie viel Doc-Hash-Instanzen brauchst du jetzt für die primitiven String und sowas, oder? Für das kann ich auch gleich auch zeigen, was wir quasi nicht, was wir manuell machen müssen. Und jetzt haben wir, das hier ist tatsächlich alles, was wir so generic basic brauchen. Also das ist sogar einigermaßen überschaubar. Wir können jetzt versuchen mal das aus. Nein, das war falsch. Ich bin jetzt verwirrt, warum es funktioniert, weil ich habe nämlich noch ein paar. Natürlich. Ich habe noch ein paar Sachen vergessen, natürlich. Wir haben unsere Generic-Typ-Klasse hier, mit der wir generisch irgendwas machen. Aber. Wir wollen ja auch noch irgendwie, dass das noch was zu tun hat mit der Sache. Also irgendwie muss das ja hier zusammengehen. Wir wollen ja am Ende irgendwie einen Datentyp schreiben, zum Beispiel was haben wir hier? Fork. Und also den wollen wir hinschreiben und wir wollen den ohne unnötig jetzt die triviale Instanz, also ist ja eigentlich wirklich trivial, wir müssen halt irgendwie nur das Rekursiv alles schön machen. Hast du deine Leaf im A vergessen? Nee, das ist unter dem Cursor. Also ihr wollt jetzt die Leerzeichen so. Das ist ja, da ist der Kontrast nicht so gut. Also weiß auf weiß ist, glaube ich, nicht so gut lesbar, habe ich gehört. Und wir wollen, dass wir jetzt keinen großen Aufwand treiben müssen, um damit das direkt zu hashen. Und dafür gibt es eine GHC-Extension, wie es natürlich sein musste.
Und ich glaube, ich schreibe erst hin, was es eigentlich ist. Und zwar heißt es Default Signatures. Und da gibt es auch ein schönes Keyword für. Und was es heißt, ist, dass wenn... nachher werden wir nämlich das hier hinschreiben. Du meinst Joe Cash von Triumph? Ja. So, jetzt sollte es passen. Das werden wir hinschreiben und kein Wer und nichts. Das heißt, wir geben die Definition nicht an. Und darum haben wir hier eine, dann tritt quasi die Default-Sache an. Und jetzt brauchen wir tatsächlich die Generic-Typ-Klasse. Und das wäre dann quasi. Das heißt, wenn wir Generic A haben, dann können wir einfach eine Default-Signatur haben, dann ist sie gültig. So steht es in der Doku. Also so, diese Zeile steht so in der Doku, glaube ich. Und die kompiliert ja nicht. Weil die haben nämlich was vergessen. Das muss noch dazu. Das heißt, die Repräsentation von A, die über die Generic-Typ-Klasse definiert wird, die muss natürlich auch in unserer abstrakten Typklasse drin sein. Muss ich auch eine Implementierung angeben? Ja, genau. Das wollte ich auch noch gleich machen. Und zwar ist das... Und jetzt können wir uns erinnern hier, da hatten wir das From, das aus dem tatsächlichen Typ eine Repräsentation macht. Und das können wir hier anwenden. Also wir nehmen unseren wir kriegen tatsächlich ein normales A hier rein, hier. Dann machen wir die Repräsentation raus und dann können wir damit auch in der Repräsentation was machen. Und Joe-Cash-Strich bringt uns direkt das Word 65, das wir auch brauchen. Das passt also. Wo hast du jetzt überall Striche nach Joe-Cash gemacht und wo nicht? Hier habe ich einen Joe-Cash-Strich. Und das hast du wo eigentlich? Weil es auf der Repräsentation operiert. Im Sinne von die Repräsentation von dem Datentyp in dem Generic-Modul, was halt über Summen und Produkttypen arbeitet, oder? Das hier ist quasi... Also Rep, das ist quasi der Typ Rep, oder? Nein. Rep ist ein Typ. Ich habe jetzt hier das... okay. Also in der Dokumentation steht immerhin eine ganze Menge. Das hier ist nicht viel, aber da kommen quasi dann diese Sachen rein. Die ganzen, die hier. Also diese ganzen kleinen Typen werden darin gerappt. Das ist ganz tolle Magie. Die heißen nicht umsonst ICFP Parameter. Also die sind zwar irgendwie gewählt, aber die haben eine Bedeutung im Sinne von die Konferenz ICFP. Ja. Ihr könnt selber den Namen, dass die Bernie Magie. Genauso wie ich auch denke, dass STAB von Edward Knight eine tiefere psychologische Bedeutung hat. So, jetzt müssen wir noch hier die Language Extension für Default Signatures hinzufügen. Und natürlich Sinn macht. Wir sehen, wir haben ja diese leere Instanz hier geschrieben. Wir sollten alle I umschreiben. Die hier. Das heißt, wir haben hier irgendwie eine Instanz für Tree von A und wir geben keine Implementation an. Gar nichts. Das heißt, unser
unser Compiler sieht aber, okay, hier gibt es irgendwas mit Default Signature und eine Implementation dafür. Und schauen wir halt mal, ob das, das Constraint, die Constraints erfüllt sind. Das hier passt, das gibt's, das Joker-Strich. Aber Generic A gibt's nicht, haben wir nicht implementiert. Und dreimal darf ich raten, was unser Problem beseitigt. Eine Language Extension. Ja, das braucht man immer. Aber das brauchst du eigentlich nur im Kundencode, nicht im. Ja, wir wollen halt hier das machen. Klar. Und dann können wir sowas schreiben. Wir können gleich mal hier. Ich finde lustig, dass du ein Language Extension Dry Generic brauchst, um Dry Generic zu machen. Ja, das Problem, das liegt halt daran, weil das halt noch ein GHC, also das ganze GHC Generic Sache ist halt nicht in keinem Haskell Standard drin und darum trennen sie das noch. Die sind scheinbar noch nicht so weit, sich den Alleinanspruch als Haskell an Implementation irgendwie. Ja, zu erheben. Und außerdem muss man sagen, boostet natürlich jetzt GHC Generics auch nicht so krass tief in der Sprache rum. Also dieses Deriving-Feature haben sie eigentlich nicht angefasst. Das heißt, wenn wir eine generische Sache machen, das hat nichts mit Deriving, dem Keyword hier zu tun. Das ist halt im Haskell-Compiler, das ist was anderes. Sondern, alles, was wir machen, ist hier quasi eine Default-Implementation zu verwenden. Stimmt, wie kann man für Jokers da deriving? Ich kann mir auch vorstellen, dass es Probleme gibt. Ja, wobei, nee, das passt ja nicht. Aber ich glaube halt, das erspart auch dem Compiler irgendwie so Constraints auf sich. Du kannst, glaube ich, noch eine oben eine. Ja, Language-Extension importieren, dann kannst du da auch direkt Deriving Jokecash machen, ohne das Instance zu schreiben. Das kann sein. Probieren wir es mal, vielleicht geht das mit Derived Generic schon. Nein, das geht Derived Any Class. Heißt das? Aber es ging ja auch Deriving Monoid und Monad und Afflictive geht ja auch irgendwie. Aber das geht hauptsächlich, ja. So, das ist tatsächlich spannend. Das ist aber eine ganz andere Extension. Das, die macht nur, dass es ähnlich ausschaut. Das kommt mit dem Teil, was wir schon haben. Tatsächlich, Lars, du hast recht. Aber ich glaube, wir bleiben mal hier bei dem. Gibt es auch ein Language Extension, Drive My Code? Ja, ich glaube, sie arbeiten dran. Deriving, was gibt's da? Deriving Program. Das heißt auch so. Wie geht's? Kannst du den Typ-Sieger freigeben? Da ist schon mehr da drin. Aber nur sofern es trivial ist. Das ist doch das, was ich meine. Nur sofern es trivial ist. Natürlich. Ja, auch die Write Any Class, dass alle Funktionen von der Klasse einen Default haben oder so, was man da anwenden kann? Oder? Ja, wahrscheinlich. Also, okay. Das ist, glaube ich, nur ein fancy Syntax für das Eigentliche. Wir können jetzt, ich habe schon ein paar Instanzen geschrieben, also wir haben jetzt bisher int, word, integer, ordering, char und liste, das heißt wir können auch Spoons hashen. Die Hashes machen einen vertrauenswürdigen Eindruck, würde ich sagen. Was ist der leere String? Ja, vertrauenswürdig, würde ich sagen. Also, ist doch nett, oder? Mach mal Joker von YOLO. Was? YOLO. Da müsste jetzt YOLO rauskommen dann. Das wär's natürlich. Nein. Jetzt mal so. Sorry, hat noch nicht im TG. Du
muss halt nicht deployen. Ja, der Punkt. Ja, wenn du Joe-Cache machst, ja, dann gibst ein V1 oder so, ja, an, dann wird es dein. Das Problem ist halt, du kannst in Geocache nie irgendeinen Wert vom Typ Void reinschieben, genau, weil... Außer alle Feinde. Ja, du kannst ihm doch mal Geocache von Void geben, ja, der kann es, oder? Nein. Also natürlich kann ich jetzt den Tanz machen, hier Void zu definieren, aber das ist ja nichts anderes als das. Weil es gibt ja nur Undefined, das ich reinschieben kann. Aber Undefined kann auch den Typ Void annehmen. Ja, ja. Was ist das? Also könnte ich theoretisch denken, Joe. Wie heißt das? Genau. Ja. Das geht bis zum Klammer. Ja, Klammer. Ja, tatsächlich. Vielen Dank. Okay, der sagt, er kennt es für Void. Ja. Aber was ist mit V1? Hat er dafür? Klar, also das können wir machen. Ich kann jetzt was vorführen. Werden wir gleich sehen. Wir haben jetzt Void und jetzt versuchen wir doch einfach mal das hier. Ja. Bestärkt von unserem Erfolg gerade eben, können wir ja vielleicht auch mal versuchen. Okay, jetzt kann das dann. Ich habe das einzige noch im Raum erwischt. Ja. Ich liebe, dass wir da Vorschläge haben zu Konzepten, die wir nutzen können, die sich programmiert haben, und gleichzeitig versuchen wir, Löcher in den Systemen zu finden. Ja. Bestärkt von unserem Erfolg können, wir haben gerade gesehen, wir mussten gar nichts tun, um Void, um eine Instanz für Void zu bekommen. Vielleicht hätten wir ja erst gar nicht Mühe investieren müssen, um eine Instanz für Liste zu bekommen. Es kompiliert. Wir können ja mal versuchen, nochmal YOLO zu herstellen. Ich muss wenigstens die Instanz-Header angeben. Ja, genau. Ganz auskommentieren können wir es nicht. Das Wer muss natürlich auch noch weg. Jetzt kompiliert es wieder. Und es funktioniert tatsächlich. Die Frage ist, ist es immer noch derselbe Wert? Wahrscheinlich nicht. Aber dann haben wir das wohl auch, oder? Und du kriegst doch automatisch. Ja, es kommt auch vor. Was? Also du kannst doch jetzt nur letzten 20 Minuten. Also zumindest ist es die gleiche Größenordnung. Jetzt haben wir ganz unseren armen Tree vergessen. Den gibt's immer noch. Da können wir ja auch mal irgendwas hashen. Zum Beispiel. Leave Void. Das funktioniert auch. Das ist schon mal schön. Jetzt können wir uns überlegen, was könnte man noch? Jetzt schauen wir uns halt mal an. Hier, Geocache, wofür gibt es Instanzen? Liste, Jar, Ordering, Integer, Wohlfehl zum Beispiel noch. Warum muss man denn jetzt für Listen und so überhaupt noch was angeben? Also Instanz für Liste von A. Könnte das ja komplett vollautomatisch schon machen, oder? Dann hätte das Default ändern müssen. Klar kann der Haskell-Compiler plötzlich ganz viel Zeug erfinden und versuchen, für jeden importierten Typ eine Instanz für dich automatisch zu deriven. Das ist halt vielleicht nicht so cool. Weil im Endeffekt lässt du sie dir eh automatisch. Achso, das würde meist Defaults wären, also implizite Defaults und implicit will man ja eigentlich nicht. Genau. Also jetzt haben wir auch.
Kosten. An dieser Stelle darf ich mal auf diesen bemerkenswerten Hashwert verweisen. Und jetzt sieht man mal an Bol, sehen wir ja, warum das so ist. Also wir erinnern uns, U1 ist 42. So, jetzt ist Bol natürlich offensichtlich sowas. Das heißt, das ist ein Summentyp. Summentyp, ja. Also der linke ist das hier. So, von beide sind ja Units, quasi. Der Konstrukt der True ist einfach eine Unit. Im Prinzip, wenn man den Summentyp sich dann wegdenkt. Das heißt 42, okay, das heißt False ist tatsächlich links. Und also hier links haben wir False, weil das war nämlich 42, wie wir gerade gesehen haben. Das heißt, hier wird einfach 42 modulo eine große Zahl gerechnet. Und beim Rechnen haben wir True und da wird 1 plus 42 modulo eine große Zahl gerechnet. So kommt der Hash in dem Fall zustande. Und so ähnlich kann man sich es natürlich für alles vorstellen. Kannst du erklären, wie der Wert 0 für den leeren String zustande kommt? Der wurde für den leeren String? Das Ding gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oh ja. Ja. Das ist jetzt auch 42. Ach so, das vorhin war hatten wir ja noch die Implementation, die ich geschrieben habe, die wir auskommentiert hatten. Hier. Und da war eben das leere eben 0. Okay, alles klar. Ja. Und jetzt ist es aber 42. Wegen Wahnsinn. Schönes Zahlen. Das heißt, JoeCache Empty String minus JoeCache False ist 0. Das ist die sogenannte One-Way Property von Hashes, das heißt, man hat den Typ komplett entfernt. Ja. Das ist tatsächlich korrekt. So, wir hatten ja jetzt vorhin die Frage, die ich versprochen hatte, dass gleich offensichtlich wird. Warum das hier so komisch ist mit dem Rep A, X. Jetzt sieht man hier, das kommt hier drauf. Rep A wird uns von Generic A gegeben, aber ob wir in den Instanzen irgendwas Sinnvolles mit dem Hash tun können, dass zum Beispiel Empty String nicht dasselbe wie False ist. Das ist eine interessante Frage. Vermutlich könnten wir Späße haben da. Wir können uns schnell K1 anschauen. Das Schöne an GHC Generics ist halt, dass es alles komplett unverständlich ist, wenn man erstmal drauf guckt. Ich meine, kannst du den Font so groß machen, dass es so ist? Ja, genau. Das ist eine exzellente Idee. Okay, jetzt muss ich bloß wieder hier. Also, dieser zusätzliche Parameter bei K1, den wir hatten, der wird für P und R typischerweise verwendet. Und das sind einfach Proxys, die besonders tolle Sachen machen. Und jetzt können wir mal nachschauen. das heißt, das ist eigentlich völlig. Und was wir daraus folgern können, natürlich ist, dass es gar keine. Dass dieser Parameter i bei K1 gar keine Relevanz hat. Weil. Wie wir gerade eben gesehen hatten, hier war's, gibt es P und R und P ist deprecated, also gibt es nur noch R. Das Spannende wäre natürlich jetzt zu wissen, was R ist.
Aber ich glaube, ich habe das mir angeschaut, P und R, und dann habe ich das gesehen und dann habe ich mir auch gedacht, okay. So, M1 wollten wir auch noch. Da gibt es S, C und D. Das ist genau das Gegenteil von Extreme Pattern Factory. Selective, ja, genau. Factory. Und da sagt es quasi hier besondere. Ups. Das war doch nicht die gute Idee. Wer hat diese Library geschrieben? Die war erst eigenständig. Niemand hat diese Library geschrieben. Hugh hat es geschrieben. Also, wenn das Kmet geschrieben hätte, dann würden diese Klassen irgendwie heißen Fabricator oder was völlig Unrelatiertes. Mal schauen, ob ich die wieder finde. Ja, genau, ich glaube, das war nein, doch nicht. Ich wusste mal, wie die hieß. Vielleicht gibt es das in dem aktuellen Bild. Kann es sein, dass es da aufgelistet ist? Das, was du früher gesehen hast, ist das Core oder wie du hast. Ah ja, es hieß Generic Deriving, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und das ist von jemanden, den ich nicht kenne. Aber ganz oben stand, glaube ich, Hitze, oder? Mach weiter. Da steht es noch bei dem Paper. Andres löst auch mit. Also, ja, es hat schon gewisse. Wann war das? Ja, das kam dann mit Haskell 2010 rein, scheinbar. So, wir wollten uns noch M1 anschauen. Jetzt hier S. D. Also. D heißt, das sind halt diese Meta-Tags. Und ich wüsste jetzt nicht, wann ich in eine Situation käme, wo ich die wirklich verwenden würde. Aber die sind halt irgendwie wichtig. Aber wir können nicht den Namen rausfinden. Nee, sowas kann man nicht rausfinden. Mein Akku ist auf 14%. Ah ja, dankeschön. Ich steck mal kurz ein. Aber vielleicht hätte ich es auch noch geschafft. Wer weiß. Aber das macht doch. JSON macht das doch irgendwie, dass man JSON-Namen direkt auf Datenkonstruktoren mappt. Ich weiß nicht, ob die das machen, wenn das Generics ist. Ich habe JSON bis jetzt nur manuell verwendet. Das geht. Ist das vorher nicht mit Template Haskell gemacht? Nee, mittlerweile ist Template Haskell, glaube ich, deprecated. Was wirklich? Also das Generics oder? Ah nee, das ist das ursprüngliche Generics Modul bei ASIN war es deprecated und dann ist es umgestiegen auf GHC Generics. War Tablet ist ja nicht schon. Nein, die haben das Generics Modul ganz rausgeschmissen mittlerweile. Das war nämlich vor einem Jahr oder so noch mit drin. Das war eine eigene Generics-Implementierung von denen quasi. Genau, und da hast du Int und Age und dann kannst du dann nimmst du einfach die richtigen Namen von dem JSON. Okay. Das die scheinen da aber irgendeine Magie noch zu machen. Das lässt sich einfach herausfinden, indem du dir einfach mal die Repräsentationsfilm anzeigen lässt, mit Doppelpunkt Kind im GHC. Es heißt, mach mal, schau dir mal, gib mal in Doppelpunkt Kind. Von? Doppelpunkt Kind, Ausrufezeichen. Leerzeichen. Rep von 3R. Genau. Dann mach mal Rep 3 in so. Das siehst du jetzt, wie die Repräsentation das sieht irgendwie nicht nach Feldnamen aus. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es kein Record ist. Wenn du mal versuchst, da ein Record zu definieren. Das
so bei den Modellen hier. Sieht trotzdem nicht aus. Noch aus. No Select. Ja, weil das Leaf kein Selektor hat, aber bei den anderen steht, bei den anderen steht dran, dass es Selektoren sind. Wo steht das? Das ist dieses vielleicht hast S1, du da auch, dass du weißt, du das weißt ja, dass es ein Selektor ist. Also du weißt ja jetzt, dass es ein Selektor ist und dann ist das vielleicht, achso, das war oben auch schon. Was natürlich sein kann, ist, dass sie nicht nur Generic sich anschauen, sondern auch Data. Also Data ist natürlich quasi die Extended Generic. Ja, und da sind dann noch, da sind noch zusätzliche Informationen drin. Also sie haben es quasi nicht abstrahiert. Mal für Sachen, die Text haben. Ja, für Sachen, also das Text. Kann man sich, glaube ich, mal in Ruhe anschauen. Ja genau, Übungen für den Leser. Du wolltest Template-SQL noch zeigen. Ja genau. Es gibt eine tatsächlich ernstzunehmende Hashing Library. Die heißt so. Die habe ich nicht komplett selber geschrieben. Ich habe nur den Prototyp weitergemacht. Und da kann man natürlich, was ich zuerst gemacht habe, natürlich Generics, um Sachen zu deriven. Und das sieht man, glaube ich, auch hier durch. Das ist hier. Es gibt gleich noch eine Menge jetzt. Das, ja, hier ist ganz viel Zeug. Das müsste ich auch mal aufräumen, weil man kann scheinbar das Inlining auch in das Inline-Pragma auch in den Instance-Sachen drin haben. Also das funktioniert tatsächlich. Das am Anfang nicht gewusst hatten. Und hier gibt es auch eine eben so eine Large-Hash-Strich-Sache und hier dann die so wie wir es hatten. Bloß halt ein bisschen deutlich besseres Hashing als wir es jetzt gerade hatten. So, vielleicht gehen wir nochmal kurz hier. Ihr dürft euch jetzt anschauen, hier dieser Generics-Teil, der hat jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 Zeilen plus 2 Zeilen, also 21 Zeilen. Okay. Jetzt nur die Möglichkeit, geht schnell raus, Zahlen zwischen zwei anderen Zahlen. Aber dann hätte ich ja die Leerzeilen zählen müssen und abziehen müssen. Und die Kommentare. Das hier ist das, was dasselbe in Template Haskell macht und nicht für Type Families, glaube ich. Doch für Type Families funktioniert es wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber es funktioniert noch nicht, zumindest wenn irgendwie, wenn man eine Kind-Signature hat und oder wenn überhaupt man eben irgendeinen Typ hat wie Tree A und dann packt man in dieses A einen Typ rein, der ein höheres Kind hat als Sternchen, dann geht es kaputt. Ja, das war sehr großer Spaß, das zu schreiben. Es hat mich, glaube ich, ein Wochenende gekostet. Und das größte Problem ist eigentlich, zu verstehen, wie Template Haskell funktioniert, weil es gibt halt keine Dokumentation. Coding by example. Also, wie man sieht, habe ich sehr viel Zeit auf dieser Seite verbracht und das ist noch relativ human. Ja, also Tutorials ist auch so, ja, ich schreibe mal ein Tutorial. Ja, es ist ein bisschen mehr zu erklären, als ich dachte. Jetzt höre ich einfach auf. Es ist halt, also schon ein bisschen dokumentiert, aber es ist nicht so ganz klar, wie das alles zusammenhängt. Und zum Beispiel hier, wenn man sich das ansieht, wo ist das denn? Hier. Das hier ist der Typ, der Declarations
repräsentiert. Bei Template Haskell hat man ja jetzt ganz kurz gesagt, hat man Repräsentation von irgendwie einem Typ und also von ein bisschen Haskell-Code und daraus kann man dann Dinge machen und neuen Code generieren, der wieder abstrakt repräsentiert ist. Das ist die Repräsentation von Deklarationen und die haben wirklich mit Dokumentation nicht gespart und es zieht sich so durch. So. Ja. Ist ja offensichtlich alles. Ja, also es wird doch die Tür. Die haben nur den Knopf auf der rechten Seite der Source. Einfach mal klar. Wird doch die Typklassen eh voll aufzureiten. Und das wirklich Tollste an Template Haskell Library ist das hier. Das sind Typ-Aliase für die ganzen Typen, die es so gibt. Bloß dann im Q-Monad. Und das Schöne ist jetzt, dass der GHC inzwischen so schlau ist und erkennt, wenn auch mal Typ-Synonyme vorkommen und dann die Typ-Synonyme hinstellen. Das heißt, man hat irgendwie, man muss die ganze Zeit irgendwie gucken, ob da noch hinten irgend so ein Q dranhängt oder nicht. Und dann, das Tollste ist dann noch sowas wie, Deck-Q und Decks-Q. Der Unterschied ist, das hier ist eine Liste von Declarations und das eine einzelne. Und damit kann man sehr viel Spaß haben, wenn man das schreibt. Und ich war froh, als es funktioniert hat. Also mich hat es ehrlich gesagt sogar gewundert, dass es überhaupt funktioniert. Das ist die Funktion, mit der man zeigen lassen kann, wenn man Haskell-Code eingibt, wie das in der Syntax-Tree-Presentation aussieht. Ich kann... das ist falsch. Ich kann zumindest mal kurz zeigen hier, wie das aussieht, was für ein Code Template Haskell dann generiert. Wenn nix endlich funktioniert. Ich denke, wenn man Template Haskell beendet, dann kann man einfach die Quellcode von die erste öffnen und dann ein bisschen umschauen. Das sind ganz schöne Beispiele. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich. ja, es lädt noch ein paar Sachen nach, glaube ich. Solange kann ich ja tatsächlich. Nee, das ist schon binär. Also ich muss nicht noch kompilieren, glaube ich. Hoffe ich. Sehr gut. Moment, ist weg. Ja, der muss die 30 GHC-Version wahrscheinlich ziehen. Achso, ja, passende. So, wie hieß das? Lysis? Ja, ist gut. Ja, der Rechner ist sehr schnell. Der merkt es nicht. Habe ich das mir irgendwo auf MannGHC und such nach Splice. Test, 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 Test.sh klingt doch irgendwie vielversprechend. Nein. Fahren die Webpage. Okay. Ja, das ist eine gute, Idee. Ich dachte bloß, ich hätte das noch irgendwo. Ja, das ist auf jeden Fall sehr offensichtlich. Das ist mittlerweile Muskelgedächtnis quasi. Also das ist jetzt die Library, die kompiliert. Aber bei den Tests ist irgendwo was dabei, wo ich was mit Template habe. Bestimmt ist das jetzt noch mein Working State und da ist irgendwas mit einem Higher Kind ist und dann geht's kaputt. Schauen. Ja, doch, tatsächlich. Das ist aber von, das hier gerade eben war, ist von SafeCopy. Das, weil das, der Witz war eben bei der Library, dass man direkt versucht hat, die Values zu hashen und man ja sonst bei CryptoHash oder so erst serialisieren muss nach ByteString und dann erst hashen kann. Und
darum ist da eine Benchmark gegen SafeCopy und so. Und von SafeCopy habe ich tatsächlich versucht, mir ein bisschen abzuschauen, wie ich das am besten mache. Aber es war halt, das war schlimm. Also ich hoffe, mein Code ist lesbarer geworden als deren. Und hier sieht man dann tatsächlich, was diese stolzen, ich glaube irgendwie zu viele Zeilen Code machen. Die machen das hier. Ich glaube, ich habe da irgendwas mit keins noch, aber egal. Das hier ist tatsächlich auf jeden Fall das tolle Stück Code, was er dann generiert. Und das funktioniert dann auch. Aber man könnte natürlich auch einfach Generics verwenden und viel weniger Stress haben. Und darum ist Template Haskell zumindest für Instanzen völlig unterlegen. Wie debuggt man das, wenn man quasi sowas exportiert, was nicht mehr Typ checkt? Also wenn der das exportierte Makro nicht mehr Typ checkt, was passiert dann? Was schmeißt er dir ins Gesicht an Fehlern? Schmeißt er überhaupt Fehler? Ja, doch. Ich meine, Template Haskell läuft ja vor GHC. Ja. Also so komisch drin. Also es läuft irgendwann. genau. Irgendwas anderes wollte ich noch zeigen. Du wolltest mich erinnern. Ich wollte dich an was erinnern. Ja. Ich weiß nicht mehr, an was ich dich erinnere. Irgendwas mit Template Haskell. Lenses? Nee. Und, doch, irgendwas mit Lenses war es doch. Warum man nicht mit Generics Lenses deriven kann. Ach so, ja. Der Witz ist ja, bei Lenses, kann man, bei Lenses hat man ja ganz viele Lenses für einen Typ. Also wenn man so einen Record-Datentyp hat, dann will man ja für, das ist auch echt, das ist schlimm an der Hackett-Suche, die überlegene Lens-Library, die ist immer irgendwo ganz unten. Ja, genau, hier. Etwas definitiv falsch an Hackett. Ich habe herausgefunden, dass das eine meiner Lips eigentlich die erste Basis ist, dass ich das mal gut. Die Sortierung ist halt irgendwie. Ja. So, sorry. Also, hier irgendwo wird Make Lenses bestimmt erklärt. Egal. Das heißt, man hat einen Record-Datentyp und man hat irgendwie X, Y, Z. Und dann sagt man, ruft man diese tolle Template Haskell-Funktion auf Make Lenses. Und dann kriegt man magisch welche erstellt, und zwar für X, Y und Z. Wenn man jetzt eine Typklasse hätte, dann ist es nicht so trivial, verschiedene Funktionen, die je nach Typ variieren. Also es geht halt einfach nicht. Die machen irgendwas bei Lens mit Generics, und das ist bestimmt voll cool, aber ich weiß nicht was. Also es läuft trotzdem noch Generic im Hintergrund? Nee, die haben noch irgendwas, was sie über Generics machen. Ist halt ein Moment. Aber wenn man schon nur Generics verwendet, dann kann man sich auch ein bisschen fühlen wie Edmund Kmet. Also ich meine, also... Es ist schon Typklassen-Tool, das heißt, man hat schon... Hier zum Beispiel, wenn man diese Zeile schreiben kann, dann muss man sich doch eigentlich gut fühlen, oder? Also... Ja. Sehr gut. Ja. Haben wir 21:24 Genau, ich habe zum Applaudieren.